Handel, CDU/CSU ist der nächste Redner. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Klein, machen Sie sich keine Sorgen. Die Union, die SPD, die Koalition ist mutig. Und wir legen hier ein mutiges Zukunftspaket vor, über das wir gleich abstimmen. Und überlegen Sie sich's noch mal, stimmen Sie zu, Sie würden Deutschland in der Krise einen großen Gefallen tun. Aber meine Damen und Herren, ich will mal vielleicht die Perspektive etwas weiten. Wir stehen jetzt am Beginn eines neuen Jahrzehnts. In den 20er Jahren wird sich die Welt neu ordnen. Und wir beobachten ja schon seit Längerem, wie sich geopolitisch, wirtschaftlich die Kräfte verschieben. Und die Aufgabe unserer Politikergeneration ist es, dafür zu sorgen, dass in dieser neuen Welt Europa auch weiterhin ein Kraftzentrum ist. Und mit der Corona-Pandemie, die jetzt in diesen Prozess platzt, kommt natürlich eine ganz neue Dynamik hinein. Die Karten werden neu gemischt. Es kommt jetzt nicht mehr darauf an, wer politisch oder militärisch der Stärkste ist, sondern es kommt ganz stark darauf an, wer diese Krise am besten managt. Und meine Damen und Herren, die erste Runde ging klar an Deutschland. Wir haben es geschafft, die Verbreitung des Virus ziemlich schnell einzudämmen. Wir haben eine international äußerst niedrige Sterblichkeit und unser Sozial- und unser Gesundheitssystem hat gehalten. Auch dank der Maßnahmen, die wir im ersten Nachtragshaushalt mit verabschiedet haben. Ich denke an die Soforthilfen oder an die Stärkung unseres Gesundheitssystems. Aber jetzt stehen wir vor der zweiten Runde. Und die Frage ist jetzt, wie schaffen wir es, dass unser Land aus der stärksten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg gut und nachhaltig stark wieder herauskommt. Und ein Teil dieser Antwort liegt heute auf dem Tisch, über den stimmen wir ab, der Nachtragshaushalt mit einem Volumen von 103 Milliarden Euro. Und damit kompensieren wir natürlich zuerst mal auch die Steuermindereinnahmen, die wir haben. Die Steuereinnahmen sind massiv eingebrochen. Wir sind jetzt bei 40 Milliarden Euro weniger. Wir waren im März noch bei 33 Milliarden Euro. An dieser Position können wir unmittelbar nichts verändern. Was wir aber tun können, ist dafür zu sorgen, dass die Konjunktur wieder anspringt. Und deswegen senken wir die Mehrwertsteuer für ein halbes Jahr. Deswegen schaffen wir bessere Abschreibungsbedingungen. Und deswegen ziehen wir Investitionen des Bundes, wo es geht, vor. Wir waren im Januar bei 42 Milliarden Euro Investitionen des Bundes. Wir sind jetzt bei 72 Milliarden Euro Investitionen des Bundes für 2020. Und das ist ein starkes und ein mutiges Signal, meine Damen und Herren. Das ist die erste Zielsetzung, Konjunktur anschieben. Die zweite Zielsetzung ist Stabilität und Sicherheit geben. Weil die Leute werden nur konsumieren, wenn sie Sicherheit haben. Und deswegen unterstützen wir mit diesem Paket auch weiter diejenigen, die besonders von der Krise betroffen waren. Auf der einen Seite die Familien, auf der anderen Seite Unternehmen, die große Umsatzeinbrüche haben. Wir halten die Lohnnebenkosten stabil. Wir helfen den Kommunen, gemeinnützigen Einrichtungen und den Kulturschaffenden und, und. Aber meine Damen und Herren, das ist noch nicht das Entscheidende. Damit erhalten wir Status quo. Was dieses Paket, und das ist das Wichtige, Herr Klein, passen Sie auf, so gut und wichtig macht, ist, dass wir in die Zukunft investieren. Unser Anspruch ist nicht nur, als altes Deutschland herauszukommen. Unser Anspruch ist, Deutschland damit besser zu machen. Und deswegen investieren wir Milliarden in neue Technologien, 5G, Wasserstoff, Quantencomputer. Wir stärken unsere Forschungseinrichtungen. Wir fördern Klimaschutz, Elektromobilität. Wir investieren massiv in die Zukunft. Und meine Damen und Herren, das ist die Stärke Deutschlands. Unsere gesamten Konjunkturmaßnahmen entsprechen ungefähr 13,4% unseres Bruttoinlandsprodukts. Im Vergleich dazu England die Maßnahmen 4,8, Frankreich 2,4. Und das zeigt unsere Stärke. Und wir haben diese Stärke nur aus einem einzigen Grund. Weil wir seit 2013 keine neuen Schulden gemacht haben.
Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Und jetzt ist diese Notsituation. Aber meine Kollegen und Herr Kindler von den Grünen, jeder Trumpf sticht nur einmal. Wir müssen gucken, dass wir so schnell wie möglich auch zu einer finanzpolitischen Solidität zurückkommen. Die nächste Krise kommt bestimmt. Und deswegen ist unser Ziel, so bald wie möglich auch mit der Rückzahlung dieser Schulden zu beginnen, am besten ab 2023. Und meine Damen und Herren, selbst wenn dieser Plan aufgeht, selbst wenn wir gut und sicher aus dieser Krise herauskommen, selbst dann werden wir am Ende des Jahrzehnts als Deutschland nur ein kleines Licht auf der Welt sein. Unser globales Schicksal hängt an der Stärke Europas. Und wir haben jetzt seit gestern die EU-Ratspräsidentschaft inne und aus dem Grund auch noch mal eine ganz besondere Verantwortung für Europa. Die Krisen der 2010er Jahre, Eurokrise, Flüchtlingskrise, haben Europa auseinandergetrieben. Sie waren Spaltpilze. Wir müssen diese Corona-Krise jetzt auch nutzen, damit Europa wieder zusammenwächst und wieder zusammenarbeitet. Denn wenn uns das nicht gelingt, dann werden wir am Ende des Jahrzehnts nur eine Ansammlung von kleinen Lichtlein sein zwischen einem großen strahlenden China und vielleicht einem USA. Und das ist die Aufgabe, vor der wir stehen. Wir müssen jetzt, wir haben das alles nicht ausgesucht. Ich würde hier liebend gern die schwarze Null weiter verteidigen. Ich hoffe, dass ich das auch bald wieder kann. Aber jetzt, meine Damen und Herren, müssen wir handeln. Wir müssen Deutschland aus dieser Krise herausführen. Wir haben dafür gute Karten und deshalb bitte ich Sie um Ihre Zustimmung. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Bernhard Daltrup, SPD.